may you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high, pretty little thing. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich nehme euch heute wieder durch meinen Tag mit. Wir haben Wochenende, ich freue mich sehr. Und ja, was gibt's Neues? Ich kann zum Thema Hausbau, zur Garage etwas sagen. Und zwar haben wir jetzt einen Termin bekommen, wann wir die machen werden. Also wann die Firma eben zu uns kommt. Und zwar ist das im September. Bin schon sehr gespannt und freue mich. Ich zähle schon die Tage, weil ich freue mich unglaublich auf die Garage. Wir brauchen die auch endlich. Erstens für unsere Autos und zweitens den Platz. Wir haben ja das Haus ohne Keller gebaut und ohne Dachboden. Also wir haben jetzt noch keinen Platzmangel, würde ich sagen. Aber ich will einfach, dass alles endlich auf seinen Platz kommt, weil ich habe hier Übertöpfe und Gartensachen im Haus, die ich eigentlich nicht im Haus lagern möchte, diese Gartengeräte und sowas. Das kommt dann alles in die Garage, ich werde euch da mitnehmen und ja, ich bin schon richtig Feuer und Flamme. Ich habe auch schon ein Regalsystem im Auge von IKEA. Wir wollen nämlich an unserer Garage innen an einer Seite eine komplette Wand voll Regalen machen, dass ich da wirklich sehr viel Platz habe zum Verstauen. Oh, ich liebe es. Ich freue mich darauf schon sehr. Ihr wisst, ich liebe Organisation. Und ich werde euch heute wieder eben, wie gesagt, durch meinen Tag mitnehmen. Ich muss auf jeden Fall zu DM. Mir sind nämlich ein paar Dinge leer gegangen. Und ansonsten gibt es ein kleines Garten-Update. Wir haben richtig schönes Wetter gerade draußen. Passend zum Wochenende. Wenn euch Vlogs interessieren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit meinem Vlog. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, wir machen jetzt erstmal klar Schiff, weil hier im Wohnzimmer sieht es noch ein bisschen aus. Gestern Abend und hier stehen auch noch die Kaffeetassen von uns. Hier sind sie. Die werde ich jetzt auch aufräumen. Damit werde ich jetzt direkt anfangen. Ich habe sogar noch einen Schluck drinnen. Ich werde jetzt erstmal noch austrinken und dann kommen die gleich in Geschirrspüler. Also wundert euch nicht, warum hier ein Bierglas steht. Basti trinkt meistens Wasser aus so einem Bierglas, weil da einfach am meisten reinpasst. Hallo. Ich stelle euch jetzt mein neuestes Beauty Must-Have vor. Ich muss es euch unbedingt zeigen, weil es so ein Game-Changer ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon die gehypte LED-Lichttherapie-Maske von Current Body kennt. Und zwar ist das diese hier. Ihr habt die bestimmt schon mal gesehen. Die kam sogar in Emily in Paris vor. Und Leute, ich sag's euch, sieht zwar ein bisschen spooky aus, wenn man die aufsetzt, aber das ist so ein Game-Changer. Und ich habe sogar einen Code für euch. Und zwar habe ich diese Maske schon jetzt über einen Monat lang getestet. Ich habe die in meine Abendroutine eingebaut. Und zwar, wenn ich mich abends abschminke und meine Haut reinige, lege ich die Maske auf. Ich mache das so. Und zwar lege ich mich dann 10 Minuten auf die Couch mit meiner Maske abends dann und gönne mir einfach 10 Minuten komplette Ruhe auch vom Tag, um auch so ein bisschen runterzukommen, auch während der Woche nach der Arbeit. Die LED-Rotlichttherapie eignet sich nämlich für all diejenigen, die ernsthaft Hautprobleme haben, aber auch für die tägliche Hautpflegeroutine, so wie ich die benutze. Damit bekommt man nämlich strahlende, prallere Haut, weil die Maske einfach die Kollagenbildung in der Haut anregt, also von innen heraus. Ja, warum ist Kollagen einfach so wichtig? Es spielt einfach eine Rolle bei der Festigkeit der Haut. Umso älter wir werden, umso weniger Kollagen
produziert unser Körper, was einfach zu trockener Haut und zur Bildung von Falten führt. Ja, und das will ich natürlich entgegenwirken mit dieser Maske von Current Body. Die verwendet nur klinisch abrupte Wellengänge um bis zu 4 mm des Hautgewebes und erreicht dann eben die Zellen von innen heraus. Die roten Lichtwellen beschleunigen die Kollagenproduktion, beruhigen Rötungen und sorgen eben für einen gleichmäßigeren Hautton. Wenn ihr die LED-Maske täglich anwendet, könnt ihr sogar schon 24% der Falten in nur 4 Wochen reduzieren. Also das ist doch mal eine Ansage, oder? Außerdem bekämpft die Rotlichttherapie Probleme wie Rötungen, Ekzeme, Hautunreinheiten, sogar Aknenarben oder Gesichtsnarben und die Textur der Haut und eben reduziert so vergrößerte Poren. Deswegen ist die LED-Maske einfach eine mega gute Investition in eine selbst, in die Haut. Ich meine, man hat nur eine Haut. Ja, und mit meinem Code StephanieLED könnt ihr einfach 10% auf diese Maske und auf alle Current Body Skin-Produkte sparen. Das ist wirklich sehr viel, vor allem bei dieser Maske. Ja, und wenn ihr euch auch schon die LED-Gesichtsmaske holen wolltet, dann spart ihr mit meinem Code einfach 10%. Ich finde das auch eine richtig coole Geschenkidee. Oder auch für einen selber könnt ihr die auf eure Wunschliste setzen. Wenn ihr mal wieder nicht wisst, was ihr euch so wünschen sollt, zum Beispiel an eurem Geburtstag und an Weihnachten. Mir geht es dann meistens nämlich so, ich möchte dann nicht irgendwie einen Schmarrn haben, sondern einfach, ja, was ich mir tatsächlich wünsche und was ich auch brauchen kann. Und das ist einfach eine richtig coole Idee. Ich möchte die nicht mehr missen in meiner Routine. Den Code schreibe ich euch natürlich auch nochmal unten in meine Infobox und verlinke euch den Online-Shop. Ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Spaß beim Stöbern. Schaut mal, wir haben so schönes Wetter draußen und hier sieht man schon ein bisschen unseren Garten. Schaut mal, wie krass einfach das Eisenkraut explodiert ist. Das zeige ich euch nachher. Das war ja, oder das habe ich ja so klein gekauft. Im April war das. Jetzt haben wir Juli und es sieht so, so gut aus. Sit beside you while you're going on about your simple life. Schau mal, Carlo ist schon wieder müde. Ja, bist du schon wieder müde, meine Mausi? Der schläft hier so gerne am Stuhl. Und ich glaube, die Hitze macht ihm auch so ein bisschen zu schaffen, oder, Mausi? Ja, bist so ein Müder. So ein müder Kater. Dann lass ich dich mal weiter schlafen. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall zu DM. Ich brauche, habe ich das euch schon gesagt, ich brauche auf jeden Fall 3 Sachen, weil mir die leer gegangen sind. Die brauche ich definitiv heute, weil erstens brauche ich eine Kontaktlinsenflüssigkeit. Da werde ich zum ersten Mal, nee, was heißt zum ersten Mal? Ich habe schon diese kleine gekauft für die Reise, aber ich kaufe zum ersten Mal die große Flasche, weil ich momentan keine Kontaktlinsen brauche. Ich habe noch welche zu Hause und normalerweise bestelle ich dann online gleich diese Flüssigkeit auch mit, aber mir sind die Versandkosten jetzt natürlich zu hoch, weil ich nicht auf den Mindestbestellwert komme. Deswegen kaufe ich heute welche bei DM. Dann brauche ich Micellenreinigungswasser und auch Trockenshampoo. Das sind die 3 wichtigsten Dinge. Und mal gucken, was ich dann noch so alles finden werde. Ihr kennt das ja bestimmt alle bei DM. Da geht man meistens mit mehr raus, als man eigentlich auf dem Einkaufszettel hat. Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. So, ich bin angekommen in unserem DM. Hier habe ich was Neues entdeckt von Denk mit Pink. Das sind so Allzweckreiniger, so feuchte. Ein sommerliches Spülmittel mit Ananasduft. Dann haben wir hier die Kontaktlinsenflüssigkeiten. Ich nehme hier dieses Gelbe mit für 8,95 €. Dann haben wir hier die Augenpads. Da wollte ich eigentlich auch noch welche mitnehmen. Schaut mal, wie schön die sind von Balea. Die kosten 75 Cent. Dann habe ich hier eine neue Tubemaske auch von Balea entdeckt, die Happy. Dann hier nochmal was Neues von Garnier Skin Active. Eine Pro-Retinol-Gesichtstubemaske. Dann ist mir mein Micellenreinigungswasser leer gegangen. Dann nehme ich das hier wieder mit. Boah, richtig schönes Geschirr habe ich hier entdeckt. Richtig schön.
Dann haben wir hier wunderschöne Essigfarben und richtig tolle Scrunchies. Also ich finde heute richtig schöne Sachen und auch die Haarklammer gefällt mir sehr gut. Für Basti nehme ich rote Beete mit. Das hat er mir wieder angeschafft. Das trinkt er momentan, weil das ziemlich gesund ist. So, ich bin wieder zurück. Ich habe auf jeden Fall die drei wichtigsten Sachen bekommen. Und zwar einmal hier diese Kontaktmittelflüssigkeit. Da habe ich jetzt die mitgenommen. Die Kombilösung, super. Da gab es ja auch super viele verschiedene andere. Dann habe ich davon zwei mitgenommen. Übrigens sammle ich auch Payback-Punkte. Hat sich wieder gelohnt. Ich hatte nämlich 15-fach auf dem Einkauf. Da hätte ich eigentlich auch gleich mehr mitnehmen sollen, weil da kostet eine Packung gleich 7 Euro. Dann habe ich hier einen Lufterfrischer mitgenommen in dem Duft Green Freshness. Jetzt für das Gäste-WC. Das riecht nach sehr frisch, nach Zitrone und sowas. Dann habe ich hier richtig süße Kühlakkus gefunden. Also die mussten mit, wie süß sind die einfach. Vor allem waren die reduziert auf 1,45 Euro für die drei Stück. Fand ich mega cool. Dann habe ich hier ein neues Duschgel mitgenommen von Balea Summer Vibes. Das duftet nach Pfirsich und, was ist denn das überhaupt? Bougainvillea? Okay, das wird diese Blume hier sein. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich hier ein ätherisches Öl mitgenommen im Duft Zitrone. Also auch sehr sommerlich. Erstens für unseren Diffuser, aber auch für den Mülleimer-Hack. Da habe ich euch nämlich auf Instagram letztens einen richtig coolen Hack hochgeladen. Und zwar habe ich Wattepads genommen, also ein Wattepad, darauf eben so ein Duftöl getropft und dann in den Küchenmülleimer. Jetzt stinkt der nicht mehr so, also riecht auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich hier ein Shampoo mitgenommen, und zwar ein Feuchtigkeitsshampoo mit Aloe Vera von Herbal Essence. Dann eben hier mein Micellenreinigungswasser, das nehme ich meistens von Garnier. Meistens hier das Rosane, gibt es ja super viel verschiedene andere auch. Ich habe schon alle durchprobiert, aber irgendwie bin ich auf dem hängen geblieben. Das benutze ich eben in der Früh vor dem Abschminken, vor dem Schminken und abends nach dem Abschminken. Ja, dann habe ich hier noch diese Vitamin C Augentuchmasken mitgenommen von Garnier Skin Active. Die sind mit Vitamin C und haben einen Glow Booster. Die mag ich sehr, sehr gerne. Genau, und das war jetzt hier mein kleiner DM-Haul. So, hier habe ich jetzt meine Minze. Die riecht so gut. Und dann haben wir hier auch ein Basilikum-Sträuchlein oder Basilikumpflanze. Die werde ich jetzt hier in meine zwei schönen Töpfe einpflanzen. Die habe ich nämlich noch gefunden. Hier draußen, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich jetzt kein anderes Gefäß. Eigentlich wollte ich die in ein richtig schönes, längliches Gefäß pflanzen oder in dieses hier, dass ich beide Pflanzen zusammen in eins pflanze, aber ich habe aktuell keine mehr. Aber diesen Übertopf finde ich auch so, so schön. Den habe ich letztens bei Jüss gefunden. Also wenn ich jetzt nicht die Pflanzen eingepflanzt hätte, dann hätte ich jetzt daraus einen Kräutertopf gemacht. Aber das sind tatsächlich wirklich die zwei Pflanzen, die wir hier bei uns tatsächlich am meisten nutzen. Also Basilikum fürs Kochen und hier eben die Minze für unseren alkoholfreien Mojito. Und sonst habe ich da immer abgepackt bei unserem Supermarkt eben Minze gekauft und das bringt halt gar nicht. Deswegen werde ich jetzt unsere eigene einpflanzen. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe some.
Ja, jetzt gibt es ein kleines Garten-Update. Schaut mal, wie mein Beet sich so verwandelt hat. Wir haben die Pflanzen ja mini gekauft, habe ich euch ja auch mitgenommen. Die waren wirklich so klein, vor allem das Eisenkraut, das ist ja wirklich explodiert. Das sieht so schön aus. Hier haben wir Salbei, ist auch richtig explodiert und der blüht hier sogar. Schaut mal, wie schön das aussieht. Dann habe ich hier den Lavendel schon zurückgeschnitten nach der ersten Blüte. Wenn die verblüht ist, kann man den eben zurückschneiden und dann soll der im Spätsommer wieder blühen. Ich bin gespannt. Und hier hat sich mein Federgras auch richtig gut entwickelt. Das war ja auch wirklich so eine Mini-Pflanze. Ja, und hier in der Mitte werden wir noch einen Baum pflanzen. Den werden wir nächste Woche bekommen. Und zwar haben wir uns für eine hängende Wildbirne entschieden. Bin schon sehr gespannt, wie sich dann der hier so einfügen wird. Und ansonsten werden wir ja unseren Zaun erneuern. Die Mauer bleibt, die haben wir mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Die neuen Zaunfelder haben wir auch schon da. Wir müssen jetzt die dann nur noch austauschen. Dieser grüne Zaun kommt weg, ringsrum. Und hier geht es auch noch weiter. Hier hinten. Der Zaun, also die Felder stehen hier schon mal bereit. Der wäre hier schon da. Wir haben uns eben für so einen Stabmattenzaun entschieden. Und hier werden wir dann auch noch, wenn es soweit ist, wenn wir endlich die Bewässerungsanlage verlegen. Das können wir erst machen, wenn die Garage steht. Dann können wir auch erst die Zisterne anbauen oder anschließen. Und dann werden wir hier das Beet eben auch komplett mit dieser Bewässerungsanlage und Schläuchen ausstatten. Und dann kommen eben noch Steine drauf und hier auch zwischen den Schrittplatten. Dann sieht es halt auch einfach endlich mal fertig aus und nicht so nach Baustelle. Und hier gibt es ein Update zu meiner schönen weißen Hortensie. Schaut mal, wie schön die jetzt zum Blühen anfängt. Schaut mal, mich hat hier ein Paket von Essie erreicht. Packen wir jetzt mal zusammen aus. Hier gibt es 3 neue Farben. Eine Live Your Color. Einmal dieses wunderschöne Blau, Rosa und auch Braun-Beige. Das ist ja ein richtiges Sommerpaket. Schaut euch das mal an. Da ist sogar Uno dabei. Perfekt für den Sommerurlaub. Dann haben wir hier diese wunderschönen 3 Farben. Also der gefällt mir richtig gut. Ich trage auch gerade Essie auf den Nägeln. Aber werden wir die heute auch neu machen. Hier einmal das Rosa. Dann haben wir hier, das gefällt mir richtig gut, dieser Beige-Ton. Das ist ein cremig zartes Nude-Rosa. Der heißt Topless and Barefoot Nummer 121. Dann haben wir hier dieses Blau. Und hier so ein kleines Travel-Kit mit verschiedenen Produkten. Machen wir mal schnell auf. Hier haben wir eine intensive Handlotion. Das kann ich sehr gut gebrauchen, weil meine Hände sind schon wieder so trocken. Dann gibt es hier, was ist das hier? Okay, holen wir das mal raus. Ach, das sind wiederverwendbare Reinigungspads, glaube ich. Fürs Gesicht, kann das sein. Dann haben wir hier diesen Essie On A Roll. Das ist ein Pflegeroller mit Aprikosenkernöl zur Nagelhautpflege. Den habe ich schon, der ist richtig gut. Und hier Nagellackentferner in so einer kleinen Packung. Kann man auch immer gebrauchen für unterwegs. Die Essie-Tasche. Dann haben wir hier so einen Kofferanhänger mit Adresse. Nagelsticker, Glitzernagelsticker. Dann haben wir hier ein Essie Stay Longer Topcoat, also ein Überlack. Bin ich gespannt, werde ich ausprobieren. Also ich glaube, die Farbe werde ich jetzt lackieren, die ist richtig schön. Und dann haben wir hier noch von Garnier Skin Active ein Vitamin C Serum, ein Daily UV ultraleichtes Fluid, 50 plus, invisible, sehr hoher Schutz und sichtbare Milderung dunkler Flecken. Bin ich ja schon sehr gespannt, perfekt jetzt für den Sommer, richtig cool.
Ich mache ja immer Sonnenschutz drauf ins Gesicht. Super praktisch. Sollte auch jeder machen.